Bei mir ist jetzt Alexander Rudnyansky, er ist Berater des Präsidenten Selenskyj. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Danke für die Einladung. Wir haben gerade Einschätzungen aus Kiew gehört. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn aus dem Donbass? Wie ist die Situation in Luhansk? Dort droht ukrainischen Truppen ja womöglich südlich der strategisch wichtigen Stadt Lysychansk die Einkesselung durch die russischen Truppen. Wie dramatisch ist die Lage? Die Lage ist dramatisch, sie ist schon seit Wochen dramatisch. Wir wollen das jetzt auch nicht übertreiben. Die Russen wollen ja schon seit Wochen versuchen, diese Region einzunehmen. Das ist ihnen bis jetzt nicht gelungen. Wir haben auch ein paar Gegenoffensiven, erfolgreiche Gegenoffensiven gehabt, vor allem in der Region um Cherson, das ist der Süden von der Ukraine. Deswegen, wir müssen mal schauen, was jetzt passiert. Aber natürlich ist die Situation gravierend, ist schwierig für unsere Truppen. Wir sind quantitativ unterlegen, qualitativ sind wir den russischen Truppen überlegen. Dennoch brauchen wir nach wie vor ohne Ende Unterstützung und es bleibt eine sehr schwierige Situation. Präsident Selenskyj hat ja gesagt, im Moment fallen bis zu 200 ukrainische Soldaten pro Tag. Gelingt es Ihnen denn, diese Lücke zu füllen? Kommen Sie an neue Rekruten? Also erstens, das sind jetzt informelle Zahlen. Manchmal sind es 50, manchmal sind das auch 100. Es kann auch sein, dass es mal 200 waren. Im Allgemeinen haben wir große Verluste, dennoch mehr als dreimal so wenig als die russische Seite. Das muss man auch bedenken. Wir haben doch trotzdem große Verluste, das stimmt. Und deswegen, ja, was soll ich noch sagen? Also das bleibt eine dramatische Situation. Aber es gelingt Ihnen, wieder Menschen zu rekrutieren. Also diese Widerstandskraft, dieser Durchhaltewille der Ukrainer, der ist ungebrochen. Das stimmt auch. Wir haben mittlerweile schon an die 1 Million Reservisten insgesamt im Land. Viele von denen waren noch gar nicht an der Front. Sie würden dort hinfahren, falls es sein muss. Deswegen, uns mangelt es vor allem an den Waffen, nicht an den Menschen und nicht an der Motivation. Das ist übrigens das Gegenteil, was auf der russischen Seite passiert. Sie sagen, uns mangelt es vor allem an Waffen. In den vergangenen Wochen war die Kritik an der Bundesregierung, insbesondere am Kanzler Scholz aus der Ukraine, ja ziemlich heftig gewesen. Kritisiert wurden eben die zögerlichen Waffenlieferungen. Wie bewerten Sie das? Gut, also wir wissen, dass es an diesem Thema oft bei diesem Thema schwierig war. Es lief holprig mit den Waffenlieferungen. Mittlerweile läuft das viel besser. Wir kriegen die Waffen, auch aus Deutschland. Dennoch nicht lange genug, um wirklich die Russen zurückzudrängen aus unseren Gebieten. Deswegen, da muss noch weiter viel kommen. Und übrigens nicht nur die Geschütze, nicht nur die Haubitzen und die Artillerie und übrigens die Mehrfachraketenwerfer, die sind auch sehr wichtig, sondern auch die Munition. Weil wir können ja die Munition mittlerweile nicht produzieren. Die Produktionsstätte wurden zerstört von den Russen. Deswegen sind wir von dem Westen noch abhängiger geworden als vorher. Morgen stimmen ja die EU-Staats- und Regierungschefs über den Kandidatenstatus der Ukraine zum Beitritt in die EU ab. Grünes Licht gilt allerdings als sicher. Es gab trotzdem einige Länder, die gezweifelt haben, die auch Bedenken haben, die Widerstand angemeldet haben. Sie haben vor allem Bedenken in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, die Korruption in dem Land. Man muss sagen, auf dem Korruptionswahrnehmungsindex steht die Ukraine nur ein bisschen besser da als zum Beispiel Russland. Wie wollen Sie dieses Problem angehen? Ja, das stimmt. Das ist ein kompliziertes Problem. Ich sage gar nicht, dass die Korruption bei uns bekämpft wurde und endgültig nicht mehr da ist. Wir sind noch lange von den europäischen Niveaus entfernt. Dennoch gibt es deutliche Fortschritte, auch im Vergleich zu Russland. Das spiegelt sich jetzt vielleicht nicht in jeder Liste und in jedem Rating. Dennoch, wir haben 4 Institutionen geschaffen. Ermittlungsbehörden, verschiedene Behörden, die der Korruption nachgehen und auch die Korruption bekämpfen. Und das muss man erst anerkennen. Klar, es bleibt noch viel Reformbedarf im Justizwesen zum Beispiel, bei den Ermittlungsbehörden, die noch da sind. Und das machen wir auch. Wir arbeiten an diesem Problem. Und ich finde, man sollte das anerkennen und dann auch einen Fahrplan schaffen, eine Reformagenda, der man auch später folgen sollte. Olaf Scholz war ja vergangene Woche in Kiew. Das war lange gefordert worden. Er hat dann praktisch mit Emmanuel Macron und Mario Draghi diesen EU-Beitrittskandidatenstatus mitgebracht. Das Lob an den Kanzler war auch groß nach dem Besuch. Trotzdem, was hilft das jetzt ganz aktiv in diesem Krieg? Denn von diesem Kandidatenstatus kann man ja keine russischen Truppen besiegen. Das stimmt. Das ist ja auch eine langfristige Aufgabe und ein langfristiges Ziel für uns, für die Ukrainer. Unsere Bevölkerung will in die EU. Das ganze Land will einen Beitritt in die EU. Und das hat langfristige, vielleicht sogar mittelfristige wirtschaftliche Vorteile für uns. Wir können uns mit dem europäischen Binnenmarkt integrieren. Wir können Waren nach Europa verkaufen, exportieren. Das wird unsere Wirtschaft ankurbeln und natürlich auch unsere Fähigkeiten, sich zu verteidigen. Weil wenn wir ein höheres Budget, ein höheres BIP haben, dann können wir auch eine bessere Armee bauen. Das sind also schon miteinander verbundene Prozesse und so ist das auch.
Präsident Zelensky hat vor einigen Wochen ja auch gesagt, am Ende wird man zu einer Beendigung des Krieges nur durch Verhandlungen kommen mit Russland. Gibt es denn aktuell Gespräche, die auch nur eine minimale Aussicht auf Erfolg zeigen? Gibt es auch nur eine minimale diplomatische Annäherung? Leider nicht. Und der Grund dafür ist die russische Seite. Die russische Seite ist nicht an einem Dialog interessiert, nicht an einem Frieden interessiert. Deswegen haben sie ja den Krieg auch nicht begonnen. Sie wollten die Ukraine einnehmen, vollkommen erobern und dann das russische Großreich wiederherstellen. Nach deren Vorstellungen, also nach der Vorstellung des russischen Anführers. Und man muss sich klar werden, einen nachhaltigen Frieden wird es mit diesem Regime nicht geben, weil dieses Regime daran nicht interessiert ist. Das Regime sieht es als einen Konflikt zwischen der westlichen Zivilisation und Russland. Und so wird das auch weiterbleiben, bis das Regime seiner Ansicht nach nicht die Zivilisation im Westen zerstört. Also es geht um die Zerstörung der EU, es geht um die Zerstörung der NATO. Und das wird ja auch so ausgedrückt. Warum sollen wir dann über möglichen Dialog und Bereitschaft zum Frieden reden? Das ist doch absolut naiv und fehl am Platz. Deswegen, umso früher sich die Menschen in Europa dessen bewusst werden, was da wirklich passiert, desto früher können wir auch zu einer Lösung kommen. Denn die Lösung ist, wir müssen dieses Regime loswerden. Dann gibt es einen Frieden. Aber wie soll man denn dieses Regime loswerden? Man muss Russland weiter unter Sanktionsdruck setzen. Man muss den Sanktionsdruck erhöhen. Man muss weiter Waffen liefern in die Ukraine, mehr, schneller. Und dann kann es auch passieren, dass Russland irgendwann mal an dem Punkt ist, wo es intern zu gravierenden Problemen gekommen ist schon und es ganz andere Probleme zu lösen gibt innerhalb Russlands und nicht ein Krieg mehr weiter finanziert werden kann in der Ukraine. Es gibt ja schon 6 Sanktionspakete der EU gegenüber Russland. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mittlerweile irgendwas bewirkt haben? Ja, natürlich. Die sind effektiv. Die haben sehr viel bewirkt und wir sehen das auch an der Reaktion der russischen Seite. Die russische Seite spricht ja immer offen, aber auch hinter den Kulissen, davon, dass sie die Sanktionen loswerden wollen. Sie versucht gerade, die ganze Welt mit einer Hungerskrise zu erpressen und sagt, wir werden das nicht weitermachen, wenn die Sanktionen weg sind. Also wir sehen doch ganz klar an dem Verhalten, dass die Sanktionen schmerzen in Russland. Und deswegen muss der Druck auch weiter erhöht werden. Wir wissen ja auch aus einem anderen Blick heraus, dass zum Beispiel noch sehr viel Handlungsbedarf besteht mit dem Gas, mit dem Öl, mit den finanziellen Sanktionen, mit Sekundärsanktionen und so weiter, mit Sanktionen auf Individuen. Und da wurde noch sehr viel nicht gemacht und das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Sagt Alexander Rudnyansky, Berater des Präsidenten Zelensky. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute bei uns im Studio. Danke Ihnen.